Hallo liebe Dartsportfreunde, jetzt ist das Battle um das beliebteste Molded Shaft Flight System erst so richtig eröffnet. WinMow haut die Fusion Flights raus. Und da interessiert es dich gewiss erst einmal, was kosten die, welche Längen oder welche Farben gibt es und wie sind sie im Vergleich zum etablierten Condor X oder auch jetzt den relativ neuen Target K-Flex. Erfährst du alles in diesem Video, also bleib dran. Die WinMow Fusion kommen in drei Längen, nämlich in Short heißt es bei denen, in Inter, also Intermediate, eine Zwischenlänge und Medium, die längste Größe. Gemessen wird hierbei Shaft Anfang bis Flight Anfang, also genau dieses Stück. Und da sind es bei Short, bei den WinMow Fusion, 22 mm, bei Intermediate 28 mm und Medium 34 mm. Die Flight Form sollte allen bekannt sein. Das ist die Standard Flight Form Nummer 6. Und aktuell werden auch genauso viele Farben angeboten, nämlich 6. Ich habe jetzt hier drei Farbvarianten. Dieses schön leuchtende Gelb, einmal dieses marine Blau. Das ist so ähnlich wie bei dem Target K-Flex System. Da heißt es dann Ultramarine und in Weiß. Aber es gibt ebenso auch noch Transparent, Schwarz und ich meine Orange. Die Anwendung ist natürlich super easy, selbsterklärend. Aufschrauben und fertig. Das geht sorgenfrei. Die Gewinde sind relativ fein gemacht. Das funktioniert prima. Sitzt auch wirklich fest auf dem Barrel. Da muss man schon hier ordentlich Kraft dann aufwenden und die vor allen Dingen in genau die entgegengesetzte Schraubrichtung, ihr habt es knacken gehört, ne? Drehen, um sie lose zu kriegen. Das sollte normalerweise, wenn ihr sie wirklich fest genug aufgeschraubt habt, sich jetzt im Spiel nicht so schnell lösen. Da mache ich hier mal ein bisschen Platz auch im Bild, dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Denn ein genauerer Blick auf die Fusion-Schäfte zeigt ja auch deren Besonderheit oder Andersartigkeit im Vergleich natürlich jetzt zum bekannten System und auch etablierten Condor X. Condor X ist nach wie vor in Japan die gespielte Marke. Allein schon durch die Condor, die heißen bei uns dann Zero Stress, für die E-Data haben die sich da eben wirklich einen Namen gemacht und für Steel Data wurden dann die Condor X-Varianten geschaffen. Komme ich aber nochmal dann im späteren Vergleich der Systeme untereinander dazu. Die WinMow Fusion sehen auf den ersten Blick auch erstmal sehr nach Condor X aus, gerade auch die schön leuchtende Variante, aber ist auch wirklich schön verarbeitet. Und was hier aber auffällt im Vergleich zu einem Condor X ist der deutlich schmalere Schaft. Eigentlich finde ich, das erinnert mich immer so ein bisschen an die Form von Aluminiumschäften. Das nimmt hier natürlich so ein kleines bisschen Gewicht, sorgt aber auch dafür, dass dann nachfolgende Flights sehr schön hier vorbei können und dass ihr auch nicht bei einem ungünstigen Winkel direkt Bouncer kriegt. Ist halt weniger Trefferfläche und wenn, dann ist hier auch eine sehr feine Führungsrinne und auch eine sehr schmale drin, die sehr nah an Condor X dran ist, weil sie eigentlich genau auch die Breite eines Standard Points 2,35 mm hat und hier unten auch super butterweich ausgeführt wird. Was ich interessant finde, ist hier eigentlich der Ansatz vom Flight. Das ist wie so ein kleines Dreieck und ihr seht schon, je nachdem in welchem leicht veränderten Winkel die Darts hier drauf kommen, werden die entweder, ich sag mal hier nach oben in dem Moment oder nach unten durchgereicht oder geleitet. Und wenn man die Flugbahn weiterverfolgen würde, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr nah beieinander. Also enge Gruppierungen sollten hier auch garantiert sein. Flights selber sind fest und springen auch immer in ihre Form zurück, so wie man es von diesen gegossenen Molded Flights her kennt, haben keine Verstärker, wie das jetzt beim K-Flex-System ist, für die Flightaufnahme oder so. Aber hier oben, im Gegensatz zu den Condor X, die ja nahtlos gar keinen Verbindungspunkt im Kreuz haben, gibt es hier einen ganz kleinen Verbindungspunkt. Und der ist im Vergleich zu einem K-Flex-Flight, den halte ich hier mal daneben, das ist der weiße rechts, da ist dieser Verbindungspunkt ein kleines bisschen größer. So, hier habe ich nochmal die drei Längen und Farben, die ich hier zum Review zur Verfügung gestellt bekommen habe. Dafür nochmal lieben Dank auch an dartfieber.de, den Dartshop, bei dem ihr all diese Produkte auch aus dem aktuellen WinMow Launch ab sofort auch kaufen könnt. Ebenso natürlich jetzt
alle Varianten von den Winmow Fusion Flights. Und weil sie ja eben nicht die einzigen auf dem Markt sind, gebe ich euch jetzt gleich nochmal eine komplette Übersicht, Vergleichsübersicht zwischen. Ich finde, die Farbauswahl gerade zum Start ist wirklich gelungen. Und hier gibt es auch eine gewisse Flexibilität, auch wenn die nicht so beworben wird. Und das erinnert mich schon ganz stark auch an die Condor Zero Stress. Also hier ist Condor X und Zero Stress in einem System vereint, plus noch ein bisschen eigene Shapeform, die ein bisschen schmaleren Schaft mit auch, finde ich, einer guten, stabilen Verbindung in das Barrel. Also grundlegend, finde ich, kann man hier nichts sagen, ist definitiv ein interessantes, auch vom Preis her natürlich interessantes Schaft-Flight-System. Den Condor X, den Target K-Flex sowie den neuen Winmo Fusion. Damit du dich orientieren kannst, gebe ich hier mal eine Übersicht der wichtigen Eckdaten zu den Molded Flight-Systemen von Condor, Target und natürlich jetzt auch Winmo. Ich habe sie in der Tabelle mal zusammengefasst, nach zum Beispiel Preisen, den Formen, die verfügbar sind, die Längen, Farben wie auch Designs. Condor X, ganz speziell für Steel Darts auch gemacht. Zuvor gab es ja die Condor, bei uns heißen sie auch gerne Zero Stress Serie, die es in vielen Flights, Formen und Farben gibt und die auch relativ leicht ist mit 1,42 Gramm Gewicht. Für die Steel Darter kam dann das Condor X System auf den Markt. Da kosten je nach Angebotspreis und Design, was man da kauft, die Flights, so ein Set zwischen 13 bis 15 Euro ist so ein typischer Preis. Demgegenüber sind die Target K-Flex schon mal günstiger gelauncht worden. Da kostet ein Set rund 8 Euro. Das gleiche gilt für die neuen Winmo Fusion. Was die Shapes, also Flightformen anbelangt, gibt es bei Condor X derzeit die größte Auswahl, denn da habt ihr für das Steel Dart System X drei Formen. Einmal Wing Slim, manchmal heißt es auch nur Wing oder Slim, dann die Small Form, was eigentlich dem Standard Nummer 6 entspricht, und dann nennen sie es Standard, was dann bei uns Standard Nummer 2 wäre. Bei Target K-Flex und Winmo Fusion gibt es derzeit nur eine Flightform, nämlich die schmale Standard Nummer 6. Längen sind bei allen Systemen gleich angegeben, immer vom Barrel-Ende bis zum Flight-Anfang, also dem Ansatz des Flights. Hier gibt es bei Condor X drei Längen, Short, Medium, Long heißen sie, und da sind es 21,5 mm, 27,5 mm und 33,5. Bei Target K-Flex heißt das Ganze Short, Inter und Medium. Short-Variante 19 mm, Intermediate 26 und die Medium-Variante dann 33 mm. Und bei Winmo Fusion gibt es die Short, Intermediate und Medium. Hier haben die Short 22 mm, die Intermediate 28 und die Medium 34. Bei Farben, Farbvarianten und Designs, was ja oft auch Spielerflights und so weiter anbelangt, da trennt sich hier die Spreu vom Weizen sehr deutlich. Denn bei Condor und dem X-System gibt es einfach wirklich viele Varianten. Nicht endlos viele, aber ich habe so mal überschlagen, das sind locker 80 Designs, davon sind allein 25 Spieler-Designs, die ich so gefunden habe. Na klar, zum Beispiel José de Sousa ist ja mit dabei, aber auch viele japanische Spieler, die diese Flights halt spielen. Klar, weil Condor X ist in Japan einfach die Top-Marke. Und da gibt es bei Target K-Flex derzeit einfach nur drei Farben. Winmo finde ich schon mal gut, dass es neben den Farben schwarz, weiß und transparent, wie es K-Flex aktuell nur anbieten, auch noch eine blaue Variante gibt. Wobei, muss man fairerweise sagen, bei Target gibt es die exklusiv mit den neuen Ultramarine Darts. Die kosten aber auch eine Kleinigkeit dafür, dass ihr dann diese blauen Flights mit dabei habt. Winmo Fusion bietet die standardmäßig schon. Dazu gibt es diese schönen leuchtenden gelben und die orangefarbenen. Das sind für mich genau die Farben, die mir auf Anhieb auch gleich besser gefallen, weil sie eben auch so schön leicht fluoreszierend sind. Und auch da sieht man natürlich wieder eine starke Ähnlichkeit zu dem Condor X System. Gewichtsmäßig sieht es so aus. Bei Condor X wiegt die Short-Variante 1,42 Gramm, die Medium-Variante 1,54 und die Long-Variante 1,62 Gramm. Bei Target K-Flex sind es für Short 1,33, für Intermediate 1,43 und für die Medium-Variante 1,47 Gramm. Winmo Fusion wiegt die Short-Variante 1,46, die Intermediate 1,53 und die Medium-Variante, also die längste, 1,59 Gramm.
Und zu guter Letzt habe ich nochmal die Dicken der Flights ausgemessen. Das ist bei Condor X annähernd gleich, immer von außen nach innen, also über drei Punkte zur Mitte des Schaftes hin. Da sind es dann 0,38, 0,39 in der Mitte des Flights und nochmal 0,39 mm sozusagen am Schaft direkt. Bei Target K-Flex, die arbeiten ja ein bisschen auch mit Verdickungen an den Flight-Rändern, sieht so aus. Außen sind es hier 0,44 mm, in der Mitte 0,46 und dann im Schaftnähe in etwa 0,49 oder rund 0,5 mm. Ganz oben gibt es ja nochmal so verdickte Rillen, da sind es dann 0,57 mm. Bei Winmore Fusion, ähnlich wie bei Condor X, eigentlich eine durchgängige Dicke. Von außen nach innen sind es 0,49 mm, Mitte genauso 0,49 mm und in Richtung Schaft sind es dann 0,50. Aber da kann man auch großzügig sagen, ist genau das gleiche wie bei Condor X, aber minimal um 0,10 mm im Schnitt dicker. So ein paar Bilder aus der Praxis, das sind jetzt nicht die optimalsten. Entschuldigt bitte, es ist schon mitten in der Nacht, aber ich wollte es einfach durchziehen und hier auch aus der Praxis schon mal ein paar erste Eindrücke mitgeben. Ich finde, es ist ein schönes System, was für mich besser funktioniert als das Target K-Flex. Das kann ich hier im direkten Vergleich schon mal sagen, weil der Steckwinkel ist auch hier wieder flacher, auch in der etwas längeren Variante. Aber nicht so, dass die mit dem Arsch bei mir nach unten gucken. Darum auch hier Doppel-10er, Doppel-15er Segment. Das ist für mich einfach auch als Linkshänder ein super Segment zum Ausprobieren. Die lassen sich eng gruppieren, definitiv. Sie machen nachfolgenden Darts Platz. Ich habe äußerst geringe Deflects, wenn die wirklich schön in eine Gruppe kommen. Kann ich jetzt erstmal nichts Negatives zu sagen. Ich hatte ein, zwei Bouncer in der Zeit, die ich hier gespielt habe, kann das aber nicht auf das System selber zurückführen. Und die kurze Variante ist immerhin noch flexibel genug, um auch Platz zu machen. Das war so ein Ding bei den K-Flex, wo ich gesagt habe, in der Kurzvariante flext überhaupt nichts. Da drehen sich dann eher die Darts selber im Board weg. Aus der ersten Praxis heraus positiver Eindruck. Gefällt mir ganz gut. Über Haltbarkeit, wie sich das längerfristig gestaltet, ob die eventuell vom Material, weil sie ein bisschen weicher sind, doch eher nachgeben und ich sag mal den Condor Zero Stress Effekt dann kriegen, dass sie irgendwann eine leichte Banane bekommen. Da kann ich jetzt natürlich noch nichts zu sagen, da muss man einfach mal mittellängerfristig die Dinger wirklich spielen und dann nochmal dazu vielleicht gesondert was machen. Zum Abschluss gebe ich euch hier einmal eine Zusammenfassung meiner persönlichen ersten Eindrücke. Krass, wie auf einmal alle auf Shaft-Flight-Systeme gehen. Im ersten Vergleich und jetzt nach so ein paar Stunden Spielzeit muss ich sagen, mir gefallen aktuell die Winmore Fusion am besten. Natürlich, es ist auch der günstige Preis von 7,90 Euro. Dazu gibt es aber jetzt schon schöne Farben. Mir gefällt vor allen Dingen dieses Gelb sehr gut, aber auch das Blau im Vergleich zu Transparent und Schwarz. Da kann ich nicht so viel mit anfangen, aber die Farbauswahl gefällt mir schon mal besser. Und aber allerwichtigstes Kriterium ist für mich der Steckwinkel. Der ist zwar jetzt schon flacher, aber eben nicht so tief, dass die mit dem Arsch nach unten hängen. Und das ist bei mir extrem wichtig, weil ich gerne so spiele, zum Beispiel Tops oder Doppel 18, um die auszuprobieren. Checken, einen Marker da zu spielen oder halt möglichst am oberen Draht knapp dran zu sein, um dann den Flight halt darunter anzuspielen und im Feld zu landen. Oder auch untere Bordhälfte, wenn es auf 19er oder von mir aus Triple 10 oder so Segment geht, dann möglichst hoch in dem Segment den Dart landen, um dann halt von unten den Flight jeweils anzuspielen und die quasi darunter zu stacken. Vom Start weg ein interessantes Ding. Zur Haltbarkeit und so kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, das ist noch ein bisschen früh. Es gibt drei Längen, es gibt sechs Farben, es gibt, meine ich, sogar auch ein Flights Case dazu. Dazu ebenso Kampfpreis von 8 Euro, das ist schon auch wieder eine ordentliche Ansage. Und wäre jetzt noch der Shape Nummer 2 mit dabei? Killer! Und ebenso interessant sind da schon die Marktreaktionen, denn klar, Condor wirbt jetzt mit Rabattaktionen von 10-15%. Target hat direkt eine konkrete Roadmap veröffentlicht, wonach sie jetzt im Dezember noch mit weiteren Farben rauskommen wollen und dann möglichst früh im nächsten Jahr dazu dann nochmal die etwas größere Standard-Shape-Form und später im Jahr sollen dann weitere Designs oder erste Spielerflights folgen. Aber da sage ich, okay, für Winmore und Red Dragon eigentlich auch kein Ding, könnt ihr ebenso nachschießen.
Und da interessiert mich jetzt mal eure Meinung. Welchem System gibt ihr den Vorzug? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wo wir schon bei Vorzug geben, den kannst du vielleicht auch diesem Kanal geben und mal ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen und das wäre für mich auch die Anerkennung und Motivation der ganzen Nachtschichten, die ich hier schiebe für die aktuellsten Videos, aber ebenso auch der Mühen, die ich mir mache, die Hersteller zu kontaktieren, die Produkte passend anzuleiern und das euch in möglichst guten und informativen Videos zu transportieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich habe es auf jeden Fall gehabt und ich freue mich auch schon auf die nächsten, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao, good darts, euer Olli.